wunderschönen guten Morgen, das ist die Daily Bubble Show am 26. Dezember 2020. So sieht man aus, wenn man die ganze Nacht wach bleibt und drei Hockeyspiele nacheinander schaut. Und es war natürlich ein enttäuschender Start für unsere U20-Jungs. Sie konnten nicht wirklich das Feuer entfachen und ich habe es schon nach dem Testspiel gegen Österreich angetönt, die vielen, teils unnötigen Strafen, sind ein Problem. Es kostet uns Energie, wir haben das gegen den Österreich-Match schon gesehen und das ist ein Learning, das wir unbedingt rausnehmen müssen, so schnell wie möglich. Weil jetzt kommen grosse Nationen, ganz grosse, die noch besser sind in den Special Situations. Also wenn wir dort Strafen nehmen, werden wir konsequent bestraft. Und es ist ein Learning. Wir versuchen es ja, sie nehmen die Strafe ja nicht einfach mutlos oder irgendwie das Gefühl haben, jawohl, jetzt schlage ich mal rein. Sie versuchen es ja gut zu machen. Manchmal ist es ein bisschen ungestüm, wie man sich anstellt. Und das müssen wir unbedingt lernen, besser machen. Weil das kostet uns jedes Mal Energie, Rhythmus und am Schluss auch den Match. Ja, da hat recht, der Marco Bayer. Trotzdem, es hat ein paar offensiv gute Szenen gegeben. Und darum schauen wir uns doch die Highlights gegen Slowakei nochmal schnell an. Maja bedient der Fuß. Und das ist der Pfostenschuss hier in der fünften Spielminute. Und dann der Pfostenschuss von Fust. Ja, mit seiner Aktion. Das ist die Chance für die Schweizer. Wieder Faton und dann passiert es aber doch. Roman Veit mit dem 1:0. Auch Pech für die Schweizer. Der Abpraller. Der kommt eben direkt auf den Stock. Knack. Und das ist das freie Tor hier. Die Möglichkeit. Er, der im Test gegen Österreich in Überzahl traf. Und ein Big Save von Simon Latkoci. Ja, der Riesensave vom slowakischen Goalie sicher ein Anwärter auf Save of the Tournament, auch wenn es uns als Schweizer natürlich ja, und nach der Niederlage gegen die Slowaken haben die Spieler zur Pressekonferenz antreten müssen. Der Simon Knack und Giancarlo Chanton haben das gesagt nach dem Spiel. Manchmal habe ich einfach geschossen. Es hat noch ein bisschen mehr Geduld, besseres Timing können finden. Und am Schluss hat sie einfach nicht reingehauen. Ja, das... So Matches gibt es halt. Und jetzt schaue ich vorher auf den nächsten Match. Ich glaube, wir haben recht gut Boxplay gespielt. Klar, so viele Strafen dürfen wir nicht nehmen. Aber ich glaube, wir sind alle ruhig geblieben. Im Boxplay eben, haben wir kein Goal bekommen. Und vorne müssen wir einfach Goal schiessen. Ja. Ja, aber jetzt einfach den Kopf nicht hängen lassen. Das Turnier geht weiter und alles ist dann doch nicht so schlecht gewesen. Wie beispielsweise der Auftritt vom Verteidiger Noah Meyer. Wie diese Szene zeigt, wo der MySports-Experte Sven Helferstein analysiert. Im Normalfall würde es da der Verteidiger, der Noah Meyer, die einfache Variante wählen und vielleicht so D2D gehen und nachher würde man so aufspielen. Wenn man aber natürlich ein bisschen Selbstvertrauen hat wie er, kann man durchaus auch die Variante wählen, wenn man nämlich da durchläuft. Wie sagt man dem so schön? Quick up. Quick up, genau. Der Dominik kennt die sehr gut, weil er macht das natürlich auch ab und zu. Und nachher den Pass in Mitte suchen, ich lasse mal schön laufen, spielt sie da schön auf den Fuß, der gerade von der Bank eingewechselt wird und nachher Pfostenschuss, riesige Chance. Ja, und apropos Noah Meyer, ich wollte ja noch ein Trikot verlosen wollen vom Noah Meyer. Ihr hättet einfach richtig tippen und das hat niemand gemacht. Niemand hat das 1:0 für die Slowaken getippt. Ja, wir machen es einfach so, das Trikot vom Noah Meyer, das verlosen wir beim nächsten Schweizer Spiel. Wir kommen zur Rubrik Highlight of the Night. Ja, und da hat es sogar mehrere Highlights gegeben. Zum einen sicher die Skype-Schaltung mit dem Kevin Schläpfer. Gestern Abend im Studio immer wieder mal zugeschaltet. Hier ein Beispiel. Aber du bist ja gemacht für so brenzlige Situationen. Du hast schon ganz anders erlebt, oder? Aber nicht, wenn ich daheim muss hocken. Ja, wir kennen alle den Kevin Schläpfer. In solchen Situationen wäre er einfach wieder gerne an der Wand. Ein weiteres Highlight sind definitiv die Deutschen gewesen.
dass ich das nochmal sage. Sie haben zwar mit 3-5 gegen Finnland verloren, aber sie sind auch nur mit 14 Feldspielern angetreten. Knapp 3 Linien haben sie gehabt, 8 Spieler sind weiterhin noch in Quarantäne wegen positiven Covid-Tests. Sie haben kein einziges Testspiel gehabt und kaum einmal ein Mannschaftstraining, kalt in das Turnier gestartet und dann doch 3 Goal gemacht gegen die Finnen. Beispielsweise das Goal hier vom NHL Top Draft Tim Stützle. Er macht 1 Goal und 1 Assist. Big tournament in Finland at 16. Here's an odd man rush cross ice for Stützle. Scores! Am I allowed to say bingo bango? You're on the boards that creates the turnover by Stützle and then he gets up the ice by it. Über 26 Minuten Eiszeit hat er gehabt, der Team Stützli. Kommt seiner Rolle also gerecht. Deutschland, Chapeau. Ja, und dann ist es noch zum Kracher USA gegen Russland gekommen. Am frühen Morgen haben die Russen 5-3 gewonnen. Ihren schwarzen Abend hat der US-Goalie eingefahren. Der Spencer Knight, notabene Erstrundendraft von 2019, mit einem riesen Bock im zweiten Drittel. Ja, und kurz danach ist er dann auch ausgewechselt worden, der Rangkerl. And it goes into the back of the net. The first half of this game. Puck gets dumped in. He comes out to play it. Icing gets waved off. Throws it up the wall again into traffic. I mean, he has made life for himself almost impossible in this game. He almost got back to it. Voilà, kommen wir noch schnell zur Resultatübersicht. Nebst den Slowaken und den Finnen gewinnt also auch Russland. Und ja, wenn wir einen Blick auf die Tabelle von Gruppe A werfen, dann können wir uns vorstellen, auf was das rausläuft. Das Spiel gegen Deutschland, das dürfte entscheidend werden. So, jetzt sind wir updated, was die letzte Nacht so gelaufen ist. Die World Juniors sind also lanciert und heute Abend starten auch noch die restlichen Teams ins Turnier. Am 8. Uhr Abend live auf MySports One Schweden gegen Tschechien. Mitternacht starten auch Kanadier, die Gastgeber gegen Deutschland und um 3:30 USA gegen Österreich. Ja, den Start haben wir uns sicher anders vorgestellt, aber lassen wir uns die Laune nicht verderben. Und irgendwann, wenn man sich einfach richtig gut konzentriert und anstrengt, kann man das Feuer doch nicht entfachen. Schicken wir positive Energie auf Edmonton, Hopp Schweiz. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und ich muss jetzt liegen.